Mary, leg dein Skateboard weg. Nein. Was? Es gehört nicht auf die Couch. Okay. Ups, Dad. Oh, oh. Was? Sind wir jetzt Meerjungfrauen? Wie konnte das passieren? Dad, kauf uns einen Hund. Dad, bitte. Es reicht mit dem Gejammer. Was für ein Hund wollt ihr? Ein Dobermann. Okay, bin gleich wieder da. Hallo? Ist hier jemand? Hey, wer hat hier das Sagen? Hör auf zu klopfen. Was willst du? Ein Haustier. Ein Hund kostet 100 Mäuse. Das ist zu teuer. Eine Katze? Für 50 Mäuse. Sehe ich für dich wie ein Millionär aus? Nein. Wie wär's mit einem Fisch? Für 10 Dollar. Okay, pack den günstigsten für mich ein. Wie gemein. Hier ist dein Fisch. Das wirst du noch bereuen. Deshalb wohnen sie also verflucht. Kümmert euch um den Fisch. Was machen wir jetzt? Wir müssen Jimmy sagen, dass wir Meerjungfrauen sind. Komm rüber, wir verraten dir unser Geheimnis. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wollen wir uns die kleine Meerjungfrau ansehen? Puh, es ist viel zu heiß hier drin. Ich habe eine Idee. Oh, nicht übel. Mary, was ist mit dir? Würdest du auch deine Flosse benutzen? Okay. Au! Mary, hör auf, mich mit deiner Flosse zu schlagen. Oh, was für ein schönes Oberteil. Das steht mir bestimmt total gut. Aber ich brauche noch passende Shorts. Gib sie mir. Lass los. Okay. Claire, schwimm hier raus. Du kannst einer Flosse keine Shorts anziehen. Die gehören jetzt mir. Wer kann das sein? Hi, ich bin wegen Mary hier. Ich finde den Weg schon allein. Endlich, leckere Süßigkeiten. Schon wieder? Wer ist das? Hi, ich habe ein Date mit Claire. Freut mich, sie kennenzulernen. Zu viele Jungs. Aber ich weiß, was ich dagegen tun kann. Mädels, ich werde euch den Spaß verderben. Oh nein, das ist so peinlich. Ist das eine Flosse? Ein Hai! Wir müssen gehen. Mach es dir gemütlich, Fisch. So ist es bequemer. Das ist alles deine Schuld. Du hast meine Mädchen in Meerjungfrauen verwandelt. Mach es rückgängig. Was? Wo bist du? Ich zeig dir, wer der Chef ist. Hey, du! Ups, sorry. Falsche Person. Mein Fehler. Ich habe eine Idee. Eine coole Flosse für die böse Meerjungfrau. Ich werde mir ein Tattoo stechen lassen. Sieht cool aus. Ich kann die ganze Flosse mit Tattoos bedecken. Wow, das ist der Hammer. Wer kommt an die Tafel? Claire, ich? Nein, ich kann nicht. Sehen Sie? Ich habe eine Flosse. Gut, dann kommt Mary nach vorne. Ich? Warum? Ich habe auch eine Flosse. Das liegt in der Familie. Okay, Jimmy, komm her. Ich? Oh nein. Komm schon, gib mir Wasser. Hey, wo ist meine Flosse? Okay, komm her, dummer Fisch. Wollen wir mit dem Fisch spazieren gehen? Nee, das Halsband passt nicht. Hi. Ich hab dich gefunden. Mach es rückgängig. Halte meine Einkäufe. Bye. Komm her, leg deine Einkäufe hier hin. Das macht dann 250 Dollar. Danke, schönen Tag noch. Der ist so leichtgläubig. Wer war das? Oh, ein Schatz. Wow.
eine goldene Uhr. Keine Bewegung, Einbrecher. Hände hoch oder ich schieße. Du kannst nicht auf Menschen mit deiner Pistole schießen. Gut, dann nehme ich einen Bogen. Nein, macht ruhig weiter. Ich nehme diese Waffe. Gib her. Mädels, würdet ihr stattdessen einfach den Notruf wählen? Klar. Hallo? Wir haben hier einen Einbrecher. Oh, Polizei. Herr Einbrecher, wach auf. Sie sind wegen dir hier. Fisch, willst du einen Snack? Ich glaube, er mag kein Hundefutter. Dad, wir sollen als Hausaufgabe unsere Babyfotos mit in die Schule nehmen. Hast du welche? Die sind im Familienalbum. Niemand hat sie sich angesehen. Ich lass mir etwas einfallen. Ich hatte hier irgendwo Bilder. Okay, es kann losgehen. Kopieren, einfügen. Und ich zeichne ein paar Details. Mädels, eure Babyfotos sind fertig. Viel Glück im Unterricht. Wo sind eure Bilder? Ich will Mary und Claire sehen. Was soll das sein? Ups, wir haben die einen verwechselt. Fetch, komm schon. Los, hol den Ball. Das bringt nichts. Boo, hey, Mary, warum hast du das getan? Boo, ha, Mary, ich habe mich vorbereitet. Du wirst jetzt eine Meerjungfrau sein. Pech gehabt. So viel? Wir haben nicht genug Geld dabei. Ich habe eine Idee. Ein Bild mit deiner Meerjungfrau. Nur 10 Dollar. Wie exotisch. Danke, aber nein. Mary, sag gluck gluck. Nein, das ist eine schlechte Idee. Wir müssen nicht einkaufen gehen. Hey, du! Ich weiß, dass du hier bist. Komm raus! Wo bist du? Hilf mir! Beeil dich! Was ist denn los? Mach den Zauber rückgängig. Bitte, halt Fisch zu sein ist so hart. Mal überlegen. Gut, du musst 3 Aufgaben erfüllen. 3 Aufgaben? Oh nein, die müssen sehr gefährlich sein. Vielleicht muss ich gegen einen Drachen kämpfen. Gut, abgemacht. Und die erste Aufgabe ist, meinen Laden sauber zu machen. Es ist sehr staubig. Sauber machen? Gut. Hey Leute, kommentiert unten, was ich eurer Meinung nach beim nächsten Mal aus den Zwillingen machen soll. Option 1, Oktopusse. Option 2, Zentauren. Option 3, Katzen. Lasst euch eine vierte Möglichkeit einfallen und kommentiert sie unten. Ich freue mich. Erledigt. Großartig. Aufgabe 2. Ich habe Hunger. Mach mir etwas zu essen. Können wir uns nicht was liefern lassen? Was redest du da? Du bist jetzt ein Koch. Geh in die Küche. Deine Torte ist fertig. Wow. Oh, lecker. Ich liebe Desserts. Köstlich. Du musst noch eine Aufgabe erledigen. Aber welche? Ich brauche eine Massage. Geht klar. Entspann dich. Und genieße es. Warte. Wie soll das helfen, meine Töchter von dem Bann zu befreien? Gut. Du musst Folgendes tun. Okay. Danke. Werden wir für den Rest unseres Lebens Flossen haben? Hey, ihr zwei, seid ihr bereit für eine Überraschung? Seht mal, wen ich mitgebracht habe. Ein Hund! Oh, unser Traum ist wahr geworden. Wow, der Fluch ist weg. Wir sind wieder Menschen. Keine Flossen. Und wir haben einen Hund. Danke, Dad. Für meine Töchter tue ich alles. Keine Fische mehr.
Hi, habt ihr aufgepasst? Dann zählt, wie oft wir in dem Video Flossen hatten. Und kommentiert eure Antwort unten.